Ja, wir sind Lotta, Felix und Falco von der Slow Food Juice Deutschland und wir wollen euch heute Abend das Konzept der Disco Soup vorstellen. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen mitbekommen, was eine Schnippeldisco ist, gestern Abend im ZKU und heute auch hier. Erstmal Slow Food Juice Deutschland. Wir sind ein Verein von jungen Menschen, die verschiedenste Aktionen machen, um Ernährungsbildung an andere junge Leute zu bringen. Und dabei geht es darum, was sind gute, saubere, faire Lebensmittel. Und wir machen dafür verschiedene Aktionen. Wir gehen auf Höfe, wir schauen uns an, wie Landwirte arbeiten. Und unter anderem veranstalten wir eben auch diese Disco Soup. Und dazu wird euch jetzt Felix ein bisschen mehr erzählen, was das Konzept eigentlich ist. Ja, hallo. Wer waren gestern von euch da im ZKU bei der Schnippeldisco? Okay, das sind viele. Sehr schön. Ja, ganz vielen Dank nochmal für die ganze Hilfe. Ich habe mir sagen lassen, dass es sehr, sehr toll war. Ich war selbst gar nicht da. Ich bin heute Morgen erst angereist. Danke. Immer noch kurz zurück, genau. Das Ganze läuft schon seit 2012. Die hier in Berlin, die gestern stattgefunden hat, ist auch eine so der größten. Doch eigentlich ist das Konzept ja inzwischen auch über die Landesgrenze hinausgegangen. Vielleicht nochmal ganz kurz für die, die das Konzept noch nicht kennen. Disco Soup, Schnibbeldisco. Gemeinsam werden aussortierte Lebensmittel, vom Handel nicht mehr akzeptierte Lebensmittel, beziehungsweise welche, die für den Müll bestimmt sind, werden gemeinsam geschnibbelt. Das Ganze wird dann gemeinsam auch verkocht. Dazu gibt es tanzbarste Beats. Das Tanzbein in die Hüfte wird geschwungen. Und da obendrauf noch eine kleine Prise Protest und auch ein bisschen Freude natürlich. Und das Ganze gibt dann so ein kulinarisch-musikalisch großes Ereignis, genau, das quasi Menschen verbindet, jeglichen Alters, jeglichen Couleurs. Und dann haben wir diese Schnibbeldisco. Was wir jetzt eigentlich machen oder was beziehungsweise dieses Slow Food Youth Netzwerk macht, quasi wir als internationales Netzwerk auch, ist der Disco Soup Day, World Disco Soup Day, übersetzt Weltschnibbeldisco-Tag. Da bringen wir das Ganze auf die internationale Ebene. Und zwar. Wann ist der? Genau, kommt jetzt. Ja, herzlichen Dank, das ist am 27.04. Das ist immer das letzte Aprilwochenende, ist ein Samstag. Und das Datum werden wir gleich nochmal ganz kurz einblenden. Das passiert jetzt zum dritten Mal. Und vielleicht kann euch Lotta noch ein bisschen dazu weiter erzählen. Also generell international, wir haben das schon in Osaka stattgefunden, Johannesburg, letztes Jahr in Wuppertal, in verschiedenen Städten in Deutschland, also wirklich überall auf der Welt. Ja. In über 50 Ländern auf der ganzen Welt. Genau. Und die Ergebnisse, vielleicht, genau, ich habe euch noch eine Slide mitgebracht, sorry. Wir haben zusammen 20.000 Kilo Lebensmittel wiederverwertet, die eigentlich für den Müll bestimmt waren. Daraus sind 40.000 Mahlzeiten entstanden, 20.000 Menschen haben sich daran beteiligt. Es waren insgesamt 100 Schnibbeldiskos in über 50 Ländern, über 5 Kontinenten. Genau. Wie gesagt, es ist jetzt das dritte Mal, beim letzten Mal war es das zweite Mal, da waren wir schon doppelt so groß, wir versuchen jetzt noch größer zu werden. 27. April, Lotta. Im ZKU in Morbid. Genau. Und dieses Jahr haben wir gedacht, weil, wie ihr alle wisst, ist ja am Ende Mai die Europawahlen. Und wir dachten, dass der Weltschnibbeldisco-Tag einfach eine sehr gute Gelegenheit ist, um die Medienwirksamkeit zu nutzen und auf die Europawahlen aufmerksam zu machen. Und wir möchten zum einen an dem Tag also möglichst viele Schnibbeldiskos organisieren, mit dem Ziel, die Leute darüber zu informieren, dass sie wählen gehen sollen. Und es soll einfach der Start von einer Kampagne werden. Das heißt, wir werden am 27. April eine Kampagne beginnen, die einen Monat geht, also 27 Tage. Und dann werden wir jeden Tag einen Fakt über die gemeinsame Agrarpolitik veröffentlichen und dazu Videos zeigen, die wir in den letzten Monaten mit Landwirten und Landwirtinnen gedreht haben, sodass wir das eben verknüpfen und den Leuten sagen, mischt euch ein und geht wählen. Genau, und dann wollten wir gerne nochmal euch aufrufen, ihr müsst keine Slow Food Mitglieder sein,
ist es egal, ob ihr Einzelkämpfer seid oder ob ihr in einer Organisation seid. Es wäre super cool, wenn möglichst viele Leute Schnibbeldiskus organisieren. Und genau, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr irgendwie Tipps braucht, wie ihr sowas machen könnt, dann kommt gerne auf uns zu. Genau. Und umso mehr Schnibbeldiskus wir haben, umso größer unsere Wirksamkeit. Super. Vielen Dank. Ist die Schnibbeldisco hier in Berlin schon in Planung? Wissen wir schon, wo die stattfindet? Okay, dann bewerben wir uns.